Einen wunderschönen guten Morgen, heute mal wieder aus dem Südharz. Und zwar bin ich heute hier in Questenburg und da geht so der Karstwanderweg lang und da will ich heute mal so eine kleine Runde drehen. Groß wird es nicht werden, ich habe mir bloß so 7 Kilometer ausgesucht, denn ich weiß auch gar nicht, wie das Wetter sich hier noch zuspitzt, weil es ist nämlich sehr, sehr glatt. Und wenn ihr Lust habt, dann kommt jetzt mit. Ja, da kommen wir auch zum ersten Highlight hier. Und zwar verschwindet hier der Haselbach in einer Doline. Kann man zwar nicht sehen, weil die Doline ist ja bekannterweise eine Höhle. Also hier verschwindet sie. Und hier befinde ich mich jetzt an der Diensterbachschwinde. Und zwar verschwindet auch hier ein kleines Flüssleinchen. Ich werde vielleicht mal den Weg dahin gehen. Ich weiß nicht, ob das begehbar ist. Ich werde es einfach mal versuchen. Jetzt bin ich hier ein Stückchen in den Wald reingegangen und hier ist dann noch ein weiteres Schild. Ja. Und da unten ist das kleine Flüssleinchen, was dann da unten in den Berg hineinfließt. Viel kann man nicht sehen. Aber der Schnee ganz gut andeuten. Und des Weiteren stand auf dem Schild noch drauf, dass hier auch der Fels immer weiter nachrutscht. Das sieht man auch, dass der hier wirklich schon richtig nachgerutscht ist. Denn so eine Doline ist ja eigentlich eine Einsturzhöhle, falls das keiner weiß. So, jetzt muss ich den Weg wieder zurückgehen und werde dann da vorne auf den Hauptweg meine Wanderung fortsetzen. Jetzt muss ich mal hier diesen Fluss etwas queren. Da geht hier so eine kleine, etwas größere Brücke drauf drüber. Und was haben wir denn hier für ein Schild? Da ist ja auch wieder was. Was steht hier drauf? Am Diensterbachtal. An dieser Stelle tritt der Diensterbach erstmals in den Karst ein. Oh, erstmals. Und hier hoch, da kann man nicht gehen. Ist doch ein scheiß Wetter heute. Ja, an diesem Schild nach Wickerode werde ich jetzt erstmal abbiegen. Ich werde jetzt hier so einen Nebenweg gehen. Oh, der wird wahrscheinlich genauso groß sein. Also ein kleines bisschen habe ich mich jetzt hier verlaufen, aber hier geht ja noch ein anderer Weg hoch, der zwar nicht aussieht wie ein Weg, aber auf meiner Karte ist er einer. Sieht er aus wie Feld hier. Aber da oben sieht schon aus, ob der Weg wieder kommt. Ja, es ist heute nicht so das schönste Wetter. Es hört einfach nie auf mit Schneien. Aber wir wollen ja Schnee. Schön. Aber wenn es schneit, ist immer so eine Sache. Ja, ich muss erst mal ein bisschen Pause machen. Ich habe nämlich schon schwer gearbeitet. Bin nämlich nur leichte Wege gegangen. Da muss man sich dann auch richtig stärken. Ja, ich bin dann schon wieder ein Stückchen weiter gegangen. Die Hälfte hatte ich ja an der Hütte schon geschafft. Naja, also 3 Kilometer sind es jetzt noch. Da stimmt es immer wieder zurück. Ich bin jetzt vom Weg ein bisschen wieder abgekommen. War eigentlich sehr gut, weil der andere war nicht begehbar. Da war wirklich alles zerfahren. Aber hier so zwischen den Obstplantagen hier durch, gar nicht schlecht. Ja, dieser Weg ist jetzt der Abstieg ins Questenberger Tal.
Jetzt geht es erstmal hier so über diese schöne Brücke hier. Und dann gehe ich hier noch so ein bisschen an diesen Fluss entlang. Hier gibt es so offiziell ausgeschriebenen Grillplatz. Ja, jetzt erreiche ich schon wieder Questenburg. Hier bin ich ja losgewandert und da geht jetzt auch wieder meine Runde für heute zu Ende. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht hier bei meiner kleinen Runde heute. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.